塞尔多夫是德国最大联邦州北威州的首府，不仅环境优美，艺术氛围也非常浓厚。位于北公园的展览厅一直是本地艺术家举办个人展览的理想场地，现场的大型油画及水粉画作品表现了修炼人的内心境界，描绘了法轮大法的光明与美好，也展现了法轮功修炼者在中共残酷迫害下捍卫信仰自由的坚韧。市议员安德烈亚·克拉尔基克女士深受震撼，给予高度赞誉。Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht, das sind drei Dinge, auch wenn ich von Kunst nicht viel verstehe, aber ich verstehe etwas von Gefühlen und Bilder, die eine gewisse Trauer zeigen oder Bilder, die Hoffnung zeigen oder Bilder, die einfach sagen, hey, du kriegst mich nicht klein. Wenn diese Ausstellung nicht erreicht, muss ich wirklich sagen, derjenige tut mir leid, weil das ist etwas, jedes einzelne Bildstrich spricht für sich.Es spricht aus diesen Bildern die unterschiedlichen Gefühle, aber das ist für mich hier wie ein Geschenk. Das war das Mädchen, glaube ich. Der Blick ging also ganz klar nach vorne gerichtet. Da war nichts anderes als egal, was ihr mir antut. Mein Glaube, das, was ich erlebe und das, was ich, woraus ich meine Kraft ziehe, ist definitiv stärker. 工艺美术师托马斯·库夫纳从艺术角度讲述了他对画展的印象。Aus der künstlerischen Ebene heraus war für mich beeindruckend. Also für mich ist es gewesen, dass man dort sehr eine starke Authentizität spürt. Und diese Authentizität war für mich immer sehr, sehr wichtig auch in der Kunst. Kam diese Authentizität der Tiefe, der Feinheit, poetischen Darstellung doch sehr, sehr nahe.真善人国际美展已经去过50多个国家，在世界各地举办过1000多场展览，震撼和感动了成千上万不同国度的人。新唐人德国记者站报道。